Sich triggern, nicht mit mir, das könnt ihr vergessen. Wenn ihr aber wollt, könnt ihr gerne wegschalten. Ich finde es aber nicht für gut, wenn du das machst. Warum? Trigger sind nicht schlecht. Trigger fühlen sich unter Umständen sehr, sehr unangenehm an. Aber wir können so viel aus ihnen nehmen und nutzen, dass wir aus Trigger wachsen. Und ganz ehrlich, du möchtest doch wieder gesund werden, oder nicht? Heute geht es um Trigger, wie du sie für dich nutzen kannst und letztendlich daraus wachsen kannst. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um Trigger. Ich habe dir heute 5 Punkte mitgebracht, wie du mit Trigger umgehen kannst, beziehungsweise wenn du richtig mit ihnen umgehen kannst, sie sogar dazu beitragen, dass es schneller dazu führt, dass du wieder zu einer Heilung kommst. Warum? Bevor wir aber zu diesen 5 Punkten kommen, möchte ich dir erst einmal erklären, was überhaupt ein Trigger ist. Ein Trigger ist nichts anderes als eine emotionale Reaktion deiner Amygdala hier oben. Die Amygdala ist ein winzig kleiner Mandelkern und sie reagiert auf Erinnerungen durch Reize entweder von außen oder von innen. Ganz kurz, wenn du irgendwo hingehst und du riechst irgendwie was und es verknüpft sich irgendwas aus der Vergangenheit, wo du entweder schlechte oder auch gute Erfahrungen gemacht hast, reagiert deine Amygdala mit diesem Sinnesreiz auf Gerüche, Töne, Geschmack kann es auch sein. Du hattest da mal Ekel davor und musstest dann erbrechen. Also wie gesagt, es können ganz, ganz viele Dinge sein, die ständig immer wieder dazu führen, dass unsere Amygdala drauf reagiert. Aber was ist eigentlich der Nutzen dabei? Nun, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Die Amygdala, denkst du dir jetzt vielleicht, warum macht die so einen Blödsinn? Warum macht die so einen Scheiß? Warum will die mich damit ärgern? Warum versucht sie mich kaputt zu machen? Das ist nicht der Grund. Die Amygdala will im eigentlichen Sinne dir helfen. Sie möchte, dass dir dieser Schmerz nicht wieder erfahren wird durch diese Vergangenheit, was dir passiert ist. Oder es kann positiv sein, weil du irgendwo bist und es erinnert sich daran, dass du wieder diese schönen Gefühle bekommst. Das heißt, die Amygdala will nichts anderes als dich schützen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass du da praktisch jetzt nicht hergehst und sagst, meine blöde Amygdala und die macht mich fertig und das führt dazu, dass ich immer wieder negative und schlechte Gefühle habe. Denn so ist es überhaupt nicht und hat damit auch gar nichts zu tun. Kurz noch eine persönliche Anmerkung dazu, bevor ich zu diesen 5 Punkten komme. Wie gesagt, es ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann es nicht leiden, ich kann es nicht abhaben, dass wir heutzutage in unserer Gesellschaft auf jedes Video, was du klickst, auf jeden Artikel, den man sich ansieht, heutzutage schon draufsteht, Vorsicht, Trigger. Wo führt denn das hin? Irgendwann mal haben wir, jetzt sage ich, jetzt bin ich mal ganz kurz sarkastisch, damit du verstehst, was ich damit meine. Irgendwann mal kommen wir an den Punkt, wo wir einen Artikel lesen, wo sich einer mal die Zähne geputzt hat und dann hat er sich hier ein bisschen das Bluten angefangen und dann ist hier ein bisschen das Zahnfleisch hier so und hat mal ein bisschen Blut drin. Da heißt dann oben in den Artikel, Vorsicht, Trigger, lest das nicht durch. Also ich bin jetzt gerade sarkastisch, aber du weißt, was ich meine. Ich finde das schlimm, ich finde das schlecht, weil wenn wir Menschen überall alles, was uns möglicherweise triggern könnte, auch immer vermeiden. Wo bist du denn dann irgendwann mal? Zu Hause in deiner Wohnung, gehst nicht mehr raus. Dann wirst du mit Sicherheit super geheilt werden und es wird mit Sicherheit alles wieder gut werden. Wie gesagt, ich bin gerade sarkastisch, aber du weißt, was ich meine. Jetzt habe ich viel geredet und jetzt kommen wir zu den 5 Punkten. Also Punkt Nummer 1 ist die Atmung. Warum die Atmung? Die Atmung ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir mit unseren Gefühlen in den Kontakt treten wollen. Deswegen, wenn du gerade merkst, ich bin irgendeinen Trigger ausgesetzt, egal ob es dir bewusst ist oder unbewusst, auf jeden Fall, du merkst, dass die Amygdala jetzt reagiert und sendet in die Nebennierenrinde ein Signal, das jetzt voll in deinen Körper hinausgeht mit einem Adrenalinschub. Dieser Adrenalinschub führt dann dazu, dass unser Urzeitprogramm aktiviert wird, Kampf oder Flucht.
Und das kann sich natürlich in diesem Moment extrem unangenehm anfühlen. Wenn wir jetzt aber wirklich in dieser Situation, wo es uns gerade schlecht geht, flüchten, lernt unsere Amygdala, dass wir durch Flucht den Trigger vermeiden müssen. Und das Ganze sollten wir eben nicht tun. Deswegen nehme dir in einer Trigger-Situation 5 bis 10 Sekunden Zeit. Setz dich von mir aus ganz kurz hin, wenn es irgendwie möglich ist. Atme einmal durch, sag dir bewusst, das ist ganz, ganz wichtig, das führt mich auch gleich zu Punkt Nummer 2. Ich habe gerade einen Trigger. Ich atme in diesen Trigger hinein. Und was unheimlich gut auch helfen kann, ist, dass du dir das bewusst machst, was ich dir gerade gesagt habe. Nämlich Amygdala, Signal, Nebennierenrinde und atme dann ganz tief hinein. In den Trigger, in das Gefühl. Lass es voll zu. Nummer 2. Benenne die Emotion. Warum? Die Neurowissenschaft hat schon lange herausgefunden, wenn wir der Emotion den Namen geben oder eine Farbe, wie zum Beispiel blau oder grün oder sonst irgendwas, hat das sehr, sehr viel damit zu tun, damit wir diese Emotion besser überwinden bzw. bewältigen können. Warum ist das Ganze so? Wie oft ist es im Leben so, dass wir durch die Weltgeschichte herumlaufen und einer fragt uns, wie geht's dir? Und man sagt immer entweder gut oder schlecht. Aber was ist eigentlich gut oder schlecht? Das können ja ganz viele Gefühle sein. Bist du freudig, bist du zufrieden etc.? Übrigens solltest du dir das in Zukunft immer so bewusst machen. Benenne deine Emotion. Wenn du sie benennst, kannst du sie anschließend besser fühlen und darüber hinaus dann loslassen. Aber ganz, ganz wichtig, und das ist wirklich absolut wichtig, sei dir immer bewusst, zu jedem Zeitpunkt, du bist nicht die Emotion. Du hast die Emotion in deinem Bauch oder hier am Hals oder hier innen drinnen. Du bist sie aber niemals, weil wenn du zum Beispiel sagst, ich habe die Emotion, dass ich gerade Hunger habe oder ich habe ein Hungergefühl, dann bist du schließlich doch auch nicht der Hunger und anschließend, wenn du gegessen hast, bist du das Sättigungsgefühl. Verstehst du, was ich damit meine? Da kommen wir schon zum Punkt Nummer 3 und der gilt jetzt aber nicht für Menschen, die, wie soll ich sagen, die schweren Missbrauch erlebt haben, seelisch, körperlich, der, du weißt schon, sexueller Natur war oder was Schlimmes im Krieg oder sonst irgendwie, weil da müsste man dann langsam hervorgehen und in einen geschützten Rahmen dann mit der Person arbeiten. Aber auch hier wäre es möglich, aber es muss, da könnte ich mal ein extra Video dazu machen, dann schreibst du mir bitte in die Kommentarbox. So, ganz kurz. Der dritte Punkt ist, wenn du jetzt sagst, ich bin Punkt 1 und Punkt Nummer 2 jetzt schon etwas weiter gekommen und ich komme damit auch relativ gut zurecht, bist du jetzt vielleicht gewillt, einen Schritt weiter zu gehen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Mensch, ich könnte das Ganze jetzt irgendwie nicht mehr als Problem sehen, sondern als Herausforderung. Ne? Schon alleine dieses Wort in deinem Mindset. Problem ist schon immer sehr negativ behaftet und Herausforderung sehr positiv behaftet. Das heißt, ich möchte, dass du dir vielleicht an einem gemütlichen Abend ein Stück Papier nimmst und da schreibst du dir auf, zumindest die Trigger, die dir womöglich bewusst sind. Es kann zum Beispiel auf Arbeit sein, dass du immer sagst, diese oder diese Person triggert mich immer oder im Privaten triggert mich diese oder diese Person. Du machst dir da eine Liste, wo diese Gefühle und diese Trigger auftauchen können. Und dann suchst du diese Triggerpunkte bewusst auf und gehst aber mit der Intention da hinein, dass du dir sagst, ich freue mich schon darauf, wenn ich diesen Trigger durchlebt habe, wie im Punkt Nummer 2, durch dieses Fühlen und Annehmen und Loslassen, wie ich das dann bewältigt habe. Denn wenn du das machst, wächst du aus dem Trigger und aus deiner Persönlichkeit heraus. Anschließend kannst du dann am nächsten Tag auf dein Blatt Papier draufschreiben und abhaken, diesen Trigger habe ich heute bewältigt. Es kann womöglich auch gut möglich sein, dass da immer noch was ist, wenn du beim nächsten Mal wieder auftauchst. Doch in der Regel ist es dann noch viel einfacher, diesen Trigger zu überwinden, weil du deiner Amygdala schon signalisiert hast, dass es jetzt nicht mehr ganz so stark ist. Nummer 4, Kontinuität und Geduld. Warum? Geduld, du sollst mit dir geduldig sein. Was möchte ich damit sagen? Es gibt ja so viele Umweltfaktoren, die wir jeden Tag durchmachen. Vielleicht hast du einen schlechten Schlaf gehabt, vielleicht hast du schlecht gegessen und du fühlst dich einfach nicht wohl und du bist halt allgemein heute nicht so gut drauf. Mein Gott, deswegen ist man nicht gleich psychisch gestört oder krank, aber sei da einfach geduldig mit dir und sagst, heute kann ich nicht so gut mit den Trigger umgehen, weil vielleicht habe ich halt auch einfach nicht so gut geschlafen. Ist so, Akzeptanz,
sei geduldig mit dir. Zu der Kontinuität muss ich eins sagen. Hier ist es ganz wichtig, bleib da dran. Sag das nicht, ich habe das jetzt 3-4 Mal gemacht, das war irgendwie anstrengend und jetzt will ich nicht mehr. Nein, hol dir deine Ruhepausen nach den Trigger. Das ist auch ganz gut so und das sollst du auch tun. Aber mach dann bitte anschließend weiter und denk an den Punkt davor, den ich gesagt habe. Sehe es nicht als Problem, sehe es als Herausforderung. Bleib dran und du wirst alles, wirklich alles schaffen können. Punkt Nummer 5 ist das Bewusstmachen. Warum Bewusstmachen? Wir Menschen neigen irgendwie immer dazu, dass es für uns, wenn wir besser werden oder dass es uns gut geht, dass es selbstverständlich ist. Fast alle sind so. Wir schauen dann auf das, was immer noch nicht gut funktioniert, anstatt zu sehen, was wir schon alles erreicht haben. Deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig bei der Triggerbewältigung, dass wir uns das bewusst machen, uns das auch aufschreiben. In meinem Fall zum Beispiel, was ich früher oft gemacht habe, dass ich mir in diesem Tagebuch, wo ich mir diese Trigger aufgeschrieben habe, dann richtig anschaue, wo war ich denn vor einem halben Jahr? Da konnte ich gar nicht zum Friseur gehen als Beispiel und jetzt gehe ich regelmäßig dahin. Aber stattdessen ist der Blick vielleicht da drauf, ja das und dies funktioniert noch nicht. Also lob dich auch mal selber und sag zu dir ganz bewusst, so und so viel hat schon geklappt und so viel wird noch klappen. Aber sei geduldig mit dir und richte den Blick auf das, was schon gut geworden ist und was funktioniert und nicht immer auf das, was noch besser werden muss, denn das kann uns dann nach der Zeit nämlich auch ziemlich fertig machen. Wenn du wissen möchtest, wie du dich am besten vor dem Burnout-Syndrom bzw. Stresszustände schützen kannst, verlinke ich dir einmal hier oben Video Teil 1 und unten drunter Video Teil 2. Sie hängen unmittelbar aneinander zusammen. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.